Hallo alle zusammen, schön, dass Sie noch da sind für den letzten Vortrag und auch natürlich warten Sie noch für Abschlusszeremonie danach. Ich rede heute über ein Projekt, über das wir bei der IFF zusammen mit Mozilla und einer anderen Gruppe über die letzten Jahre gearbeitet haben. Und das Ziel ist, dass das ganze Internet verschlüsselt werden soll. Das hat immer noch nicht passiert. Es ist ein Projekt, da haben wir schon bei der IFF schon seit ein paar Jahren dran gearbeitet und wir haben angefangen, große Firmen einfach zu nerven. Wikipedia zum Beispiel, dass sie HTTPS angeboten haben und die ganzen sollten versuchen, den Standard HTTPS zu haben. Wir hatten HTTPS Everywhere, eine Browser-Erweiterung, die versucht hat, dass die Clients HTTPS benutzen. Wir mussten aber mehr machen. Wenn man heutzutage auf dem Web ist, dann gibt es immer noch viele wichtige Webseiten, die immer noch kein HTTPS anbieten. Wenn man auf Bing sucht, auf Microsoft Suchmaschine sucht, dann ist die nicht verschlüsselt. Wenn man die Nachrichten schaut in vielen wichtigen Zeitungen, oder fast alle Zeitungen sind immer noch die lesbaren Artikel veröffentlicht zu allen, die bei deinem Netzwerk zuhören können. Und was man liest, ist wichtig oder geheim. Wenn man auch Amazon folgt oder Bücher, wenn man eine Seite nach Amazon sucht, dann sagt Amazon auch, welche Bücher man sich anschaut. Sogar Google, das in vielen Aspekten sehr gut war und HTTPS besser gemacht hat. Und bei vielen, zum Beispiel die Werbeart-Sachen, sind immer noch nicht verschlüsselt. Dieses Beispiel ist die Google Ads Ankunftsseite. Dieser Such-In-Button ist nicht wirklich da. Der wurde nur als Demo hinzugefügt bei einem Teammitgliedern. Der hat gesagt, hey, ich kann ein falsches Sign-In-Button in diese Landeseite einbringen, die für jemanden, der Ads-Button sucht. Und dieser Button würde in diesem Fall zu einer Phishing-Seite kommen. Und dann könnte man jemand später die Malware da über den Account benutzen. Und das ist sehr schlimm. Wir müssen das Problem wirklich lösen. Und die ganzen Probleme auf dem Weg dahin. Das zweite Problem ist, dass sogar, wenn man beschließt, ja, wir machen auf alle Fälle TLS, dann, wenn man das versucht zu machen, dann ist es immer noch sehr schwer, ein Zertifikat zu bekommen und es richtig zu installieren. Man muss zuallererst eine sehr komische Anleitung machen. Sogar wenn man ein sehr guter Administrator ist, dann ist es immer noch sehr kompliziert. Und jeder, der sagt, hey, lest mir die OpenSSL-Manpage, der ist schwer zu machen. Und wir haben ein bisschen rumexperimentiert mit unseren eigenen Kollegen, die sehr gut über Technik Bescheid wissen, aber hatten HTTPS noch nie aufgesetzt und haben geschaut, wie lange die dafür brauchen. Und vielleicht funktioniert dieses Video und wenn nicht, dann sage ich nur, was er macht, also in Wirklichkeit. Also, dieses wurde aufgenommen, dann ein paar meiner Freunden. Und das ist Jan, der durchs Office geht und der versucht, Leute zu finden, sagt, hey, mein Kollege Pocker, der kennt relativ viel mit Internet und hat eine Webseite und wir bitten ihn, mal diese Webseite HTTPS umzustellen. Wir haben Ton dabei, aber der ist nicht dabei. Packer schon mal übersetzt. Wenn wir noch keinen Ton haben, er geht auf seine Seite, also start.ssl.com, da gibt es viel Informationen und ist sehr durcheinander, weil da ganz viele Knöpfe drauf sind. Und Sachen, die so aussehen, als ob man ein freies Zertifikat darüber bekommen würde, aber machen überhaupt nichts. Und dadurch, was er macht, er versucht, diese Anleitung zu finden. Und endlich, was Packer macht, ist, er sieht drei unterschiedliche Nachrichtenseiten und kommt auf eine Seite, die sagt, hey, wir machen heute keine Sachen, wir sind einfach bei Restaurierung. Und wir überspringen das jetzt, damit wir später mehr Fragen und Antworten machen können. Und das Ergebnis war, dass wenn man unser Team anschaut, dann dauert es ungefähr eine Stunde. Und wenn man eine Stunde damit verbringt, dann hat man eventuell am Ende eine Zertifikat. Und es gibt viele Probleme, die dazwischen sind. Und ein anderes Problem war,
E-Mail zu benutzen, um diese Sache zu machen. Zum Beispiel über die E-Mail. Und es war einfach sehr kompliziert. Und sogar wenn man das Zertifikat hat, dieses alles richtig einzustellen, ist sehr kompliziert. Da gibt es diese sehr großen Unsicherheiten, welche Verschlüsselung die beste ist. Wir haben gesehen, diese Gruppe von Angriffen, die durch Primzahlen sind, die gegen diese ganzen älteren SSL- und TLS-Versionen kommen, ist der beste Advice ist, welche man benutzt. Benutzt man RC4 oder nutzt man andere Protokolle? Dieses Problem benötigt einen Abschluss. Oder man muss die Nachrichten regelmäßig lesen, Mailingliste jeden Tag lesen, um rauszukriegen, welche Einstellungen die besten sind für einen TLS-Server. Wir haben diese großen Umstellungen, die im Moment passieren. Vor 2 Jahren hatten alle Zertifikate im Internet SHA-1 benutzt und wir haben gesagt, hey, inzwischen ist SHA-1 als unbekannt sicher und es wird abgebaut. Wir wollen es einfach loswerden und wir können uns vorstellen, wir haben dieses Bild 256 wieder aufbauen. Wir lösen das ganze Internet von diesen unsicheren Signaturen. Und wie machen wir das, wenn wir alle Webseiten der Welt sagen müssen, dass sie ihr Zertifikat austauschen müssen? Das ist eine riesige Menge Arbeit. Und das geht durch alle Angriffe, die Leute lesen. Vielleicht so ungefähr einer im Monat für die letzten paar Jahre. Jeder davon zeugt dafür, dass man etwas ändern muss und einen Experten braucht. Zum Beispiel Logjam. Das war wahrscheinlich der Angriff, der die NSA benutzt hat, um ein Drittel unserer Nachrichten im Web zu lesen zu können. Und wenn man weiß, was man macht, dann kann man Werkzeuge wie SSL Labs benutzen, um den Server zu rekonfigurieren, bis man einen A+ hat. Zum Beispiel Let's Encrypt hat einen sehr guten Wert. Aber die Frage ist, rauszukriegen, wie man von einem F, die großen Webseiten haben sehr schlechte Zahlen, Werte, wenn sie am Anfang ausrollen. Das ist sehr viel Arbeit. Also, man möchte sowas benutzen in der Konfigurationsdatei, aber man weiß das nicht, bis jemand einem sagt. Das ist ein kleiner Versuch, Bulletproof SSL ist wichtig. Und was ist auch, dass geteilter Content geblockt wird? Das ist ein Beispiel von Lenovo.com. Die Webseite oben ist verschlüsselt, das ist eine HTTPS-Seite, alles funktioniert. Aber das ist ein kleiner visueller Indikator hier oben, der rechten Ecke, die es niemand sehen würde, sagt, hey, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Wenn man Developer-Tools öffnet, dann ist viele Skripts und Schriftarten werden gelesen über HTTP-URLs und der Browser repariert die nicht, er blockiert sie einfach und der Benutzer kriegt eine funktionierende Seite, also die funktioniert so mehr oder weniger mit Sachen funktionieren, sieht nicht richtig aus, aber keiner weiß warum. Und wir haben diese ganzen großen Nachrichtenwebseiten, die langsam versuchen, HTTPS auszurollen. Und hier sieht man, wenn eine Webseite läuft und man sie verschlüsseln möchte, dann kann man HTTPS Everywhere Advice benutzen. Die erzählt einem, wie man die Mixed Problems Contents lösen kann, was man da ändern muss. New York Times hat genau dieselben Probleme. Es gibt wirklich ein sehr cooles Ding, was bald kommen wird. Also wahrscheinlich hat noch niemand was von gehört, die einzigen Leute, die auf unserer Mailingliste sind. Es wird ein neues Feature sein, es ist in Chrome schon drin und es wird bald in Firefox ankommen. Das heißt Upgrade Insecure Request. Das ist eine sehr große Verbesserung. Es ist ein einzelner Header, der eine Seite wie Lenovo oder nytimes.com einmal setzt. Und anstelle, dass die Browser die ganzen HTTPS-Inhalte löscht, dann wird der Browser versuchen, die HTTPS-URL zuallererst benutzen. Das heißt, man muss nicht erstmal alle Zeilen, Kurzzeilen durchschauen, sondern man kann einfach einmal im Header danach schauen. Diese ganzen Sachen existieren, aber Webmaster wissen noch nicht, wie man damit umgeht. Das sind sehr große Werkzeuge, sehr tolle Werkzeuge, aber wir können Leuten nicht darüber erzählen.
dieses Problem einige von euch erinnern? Sich vielleicht, ich war schon beim Kongress, um Talks über die Probleme zu sprechen, die mit den vielen Zertifikatsautoritäten zu tun haben. Es gibt natürlich Tausende von denen, einige von denen vielleicht von unguten Organisationen kontrolliert, und das ergibt eine riesige Unsicherheit im Web, denn irgendeine dieser Zertifikatsautoritäten kann irgendein Zertifikat für GitHub oder Debian oder für irgendeinen wertvollen Domain unterschreiben, mozilla.org. Und es braucht nur eine Kompromittierung in einer Zertifizierungsstelle, um das gesamte Web unsicher zu machen. Dies ist eine Karte, die wir mit dem SSL Observer bekommen haben. Wir haben dann einen Scan des gesamten Internets auf Port 443, und wir haben hunderte von CAs. Und dies ist kein theoretisches Problem. Wir haben DigiNota, wir hatten CNNNIC, die ein Unterzertifikatsstellen-Zertifikat ausgestellt haben, das dann benutzt wurde, um Google anzugreifen. Also diese Attacken finden statt. Das ist also das Problem, das wir lösen wollen. Und jetzt werde ich darüber reden, was wir tun, um es zu lösen. Also es gibt zwei Teile. Das eine ist eine eigentliche Sicherheitslösung, wie man diese Schwachstellen fixen kann. Und der zweite Teil ist, wie können wir die Ergebnisse benutzbar machen, insbesondere für Webdeveloper, Webentwickler, die tatsächlich 10 oder 100 Millionen Websites, die all diese Websites gebaut haben. Also unsere Lösung mit den zu vielen Zertifikatsautoritäten ist, eine weitere aufzusetzen. N ist nicht sicher, aber N plus 1 wird sicherlich großartig sein. Also ich bin ein bisschen am Scherzen, aber eigentlich bin ich nicht am Scherzen. Wir können einen großen Unterschied machen, indem wir eine weitere CA bauen und sie richtig machen in Arten und Weisen, wie sie bisher nicht geschehen sind. Also wenn wir eine riesige CA bauen, die Zertifikate an alle Websites ausstellt, die Developer geben sich bekanntlich sehr viel Mühe. Wir haben es gesehen mit Start SSL oder anderen Websites. Wir haben diese fundamentale Frage, die sie beantworten müssen. Wie entscheiden wir für hunderte von tausenden Domains auf einmal, ob wir denen ein Zertifikat ausstellen oder nicht? Welche sind echt und welche sind Angreifer? Welche Anträge für Zertifikate? Also haben interessantes Feedback in unserem Protokoll. Die Antwort ist wie dieselbe wie bei Monty Python. Jemand kommt zu uns und fragt nach einem Zertifikat, und wir sagen, bring uns etwas Grünzeug. Und dann kommen sie mit das Grünzeug, und dann fragen wir sie, okay, das ist schön, aber bring uns noch etwas. Und letztendlich sind wir irgendwann zufrieden. Der Dialog, der passiert, ist also in diesem neuen Protokoll. Wir haben eine Spezifikation, wir nennen das ein ATF, das sich ACME nennt. Und das Grünzeug wird nun abgebildet in ACME Challenges, also Requests an den Server, den die Zertifikatsautorität dem Client, also einer Website, stellt, um wirklich zu beweisen, dass das die echte Domain ist. Also grundsätzlich haben wir diesen schweren Aspekt. Wir wollen also kryptografische Systeme aufsetzen, und wir beginnen mit Nicht-Kryptografie. Also am Anfang haben wir keine Idee, welchen Schlüssel wir benutzen könnten, um die andere Seite zu authentifizieren. Die traditionelle Antwort für existierende CAs ist etwas, was man Domain-Validierung nennt. Man wirft einfach eine E-Mail zu irgendeinem Account wie Admin oder Webmaster, add diesen Domainnamen, oder man macht einen Request zu einer bestimmten URL über HTTP, nicht sicher, und fragt nach, ob da ein Nonce vorhanden ist. Was wir also tun, ist eine Variante dieser selben Art von Domain-Validierung, die bereits existiert. Die Typen, die wir unterstützen am Anfang, sind etwas, was sich DVSNI nennt. DVSNI ist entworfen, um zu beweisen, dass du Kontrolle über den Webserver hast. Apache, was auch immer das für ein Webserver ist, du hast den unter Kontrolle. Du kannst beliebige virtuelle Hosts erzeugen, die nicht per Default existieren, mit Fake-Zertifikaten. Man kann sie also auf Zuruf herstellen. Das ist das Grünzeug, das sie uns bringt. Außerdem machen wir einfaches HTTP, was natürlich nicht so sicher ist, aber wohl einfacher einzusetzen für viele Leute hinter Proxies und Content Delivery Network Proxies. Also wir liefern dieses Nonce auf HTTP aus. Und was wir für später vorgesehen haben, DNS-basierte Validierung, was sehr sinnvoll ist für große Infrastruktur-Deployments. Und eine Variante von DVSNI2, über die wir sprechen, DFSNI, mit der wir vielleicht die Kontrolle von 100 oder 1000 Namen auf einmal sicherstellen können.
Wir prüfen nur 5 oder 6 eigentlich, aber wenn wir eine Maschine mit etwa 1000 oder wir suchen 5 oder 6 zufällig aus, machen also 1000 TCP-Verbindungen für alle, erledigen wir über Statistik, dass wir also prüfen, beweisen, jenseits einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsschwelle, dass das so in Ordnung ist. Aber diese ganzen Dinge sind also sehr beängstigend. Wir werfen nun Dinge hier in dieses dunkle Loch Internet und wir wissen nicht, was auf der anderen Seite passiert. Und irgendeine Nachricht kommt zurück, die sagt, ja, ich kontrolliere diese Domainnamen. Aber das könnten alle möglichen schlimmen Dinge passiert sein auf dem Weg in dieser darken Flur des Internets. Also alles, was man, jeder, der einen DNS-Server aufsetzen kann, kann hier ein Zertifikat bekommen. Das ist nicht sehr zufriedenstellend, wenn wir diese Infrastruktur für das gesamte Internet bauen wollen. Router können gehackt werden, DNS-Server können gehackt werden. Wir wollen hier das nicht verstärken. Also wir können es etwas besser machen, indem wir nicht einen dunklen Flur heruntergehen oder entlang gehen, sondern mehrere. Wir haben also unser Domain-Validierungssystem, das auf verschiedene Weisen arbeitet. Wir haben vielleicht DNS auf der übliche Art. Wir gehen die Wurzelserver entlang und dann herunter. Wir gehen HTTP und suchen nach HTTP-Nonces. Wir könnten immer noch von einem Monster in einem dunklen Flur aufgegessen werden, aber nur wenn das Monster sehr, sehr groß ist und in allen Fluren auf einmal oder wenn es in der Nähe des Ziels vielleicht sich befindet und direkt in der Nähe, also alles Mögliche abfangen kann. Und tatsächlich können wir noch ein bisschen besser sein. Was wir hier tun, ist sicherstellen, dass die reine Domainvalidierung nur einmal stattfindet für jeden gegebenen Domainnamen. Was meine ich damit? Naja, wir können diese Daten, wir haben über das SSL-Observatorium gesprochen, wir haben also das gesamte Internet gescannt, wir haben den HTTPS-Everywhere-Klienten, wir haben also diese riesen Datenbanken, die tatsächlich alle Zertifikate wohl enthält, die existieren, also zentralisiert und dezentralisiert, und wir können dies benutzen, um eine andere Art von Grünzeug zu verlangen, einen anderen Challenge. Wenn wir in dieser Datenbank sehen, dass bereits ein Zertifikat für deinen Domainnamen existiert, es gibt also, wir haben addons, mozilla.org, wir haben bereits ein gültiges Zertifikat, dann geben wir euch nicht einfach durch Domainvalidierung ein Zertifikat für diesen Namen. Wir sagen, bitte beweist, dass ihr den privaten Schlüssel besitzt. Wir haben ein Challenge-Protokoll, indem ihr diesen privaten Schlüssel benutzen könnt, um etwas zu entschlüsseln oder zu signieren. Und dann kommt das zurück mit dem Beweis, dass ihr diesen privaten Schlüssel habt. Und damit schützen wir uns dann, wenn du gut aufgepasst hast, dann wir schützen uns, also wenn wir zum Beispiel irgendeine Bank in Neuseeland haben, von der wir nie gehört haben, oder irgendeine Firmen-Webmail, von der wir nie gehört haben, im Fall von addons.mozilla.org, da haben wir eine Blacklist, aber wir können nicht für jeden Domain eine Blacklist anlegen. Also ihr merkt, dass es ein Problem gibt, wenn ihr alle eure Schlüssel verliert. Ihr hattet euer Zertifikat, aber der Server stürzt ab, ihr habt eure Schlüssel verloren. Okay, bessere Akustik, anderes Mikrofon. Dann könnt ihr stecken bleiben, weil wir haben das Zertifikat, aber ihr habt nicht mehr den Schlüssel dafür und ihr könnt nun diese Challenge nicht beantworten, und in diesen Fällen müsst ihr zu einem der existierenden CAs gehen und dann ihnen Geld geben. Wir denken, dass dies eine Art ist, nicht diese Geschäftsmodelle abzuschaffen, die tun schon etwas Wertvolles, aber es geht hier um die Inspektion. Sie haben eine wichtige Rolle in diesen Fällen. Ich denke, ihr könnt mich jetzt viel besser hören. Ich habe mich gefragt, warum alle so halb verwirrt geschaut haben. Okay. Wir haben also die existierenden Zertifikatsautoritäten als Fallback-Mechanismus, wenn das wahnsinnig sichere Ding, was wir automatisch nehmen wollen, nicht funktioniert. Und wenn ihr aufgepasst habt, was wir hier entwerfen haben, ist ein CA-System, das Tofu macht. Also Tofu ist Trust on First Use.
Die Methode, die ihr alle kennt, wenn ihr SSH verwendet, am Anfang, wenn ihr mit dem Server euch verbindet, dann spricht ihr dem Server das Vertrauen aus und wenn sich dann etwas ändert, gibt es eine Warnung. Es wäre nicht praktisch, Tofu jetzt direkt zu tun für HTTPS. Wenn ihr darüber nachdenkt, was passieren würde, wenn es sich etwas ändert, gäbe es eine Menge Verwirrung. Aber wir bekommen am Ende dasselbe Ergebnis, dieselbe Art von Sicherheit wie über eine CA. Das ist also die große Antwort für die Frage, wie können wir das nun tun, eine Roboter-CA bauen, die einigermaßen sicher ist. Wie ich vorher gesagt habe, es gibt all diese Probleme. Ihr habt vielleicht ein Zertifikat, aber jetzt müsste noch der Server konfiguriert werden und könnte noch von Logjam oder Poodle erschlagen werden, was auch immer. Also das Problem hier, das Ziel ist immer, eine Client-Software oder Agentensoftware zu erstellen, die all diese Dinge automatisch richtig macht, wenn ihr wollt. Ihr müsst die natürlich nicht benutzen, aber für euch Web-Developer wäre das eine sehr viel einfache Erfahrung als ein rohes Set, ein Konfigurationsfile für SSL. Ihr könnt es also sehen als das Problem jetzt, wir haben all diese Web-Developer in der Welt, Millionen von denen, und die alle müssen diese Dinge über TLS wissen. Hier haben wir stattdessen eine Zentralisierung mit einem Team von Leuten, die zusammenarbeiten, die Leute in diesem Raum können, auf unserem GitHub-Repo arbeiten und herausfinden, was die besten Konfigurationsoptionen sind für komplett sichere Server oder maximal sicher, abhängig von den Bedingungen für Kompatibilität. Also das sind die zwei Optionen, dann, die ihr den Web-Developern gibt. Maximum Sicherheit, Maximum Kompatibilität und das ist alles. Der Default-Plan für den Client ist also, das ändert euren Apache oder Nginx-Server, um diese Challenges korrekt zu beantworten, das Zertifikat zu installieren, in welchem Server ihr auch habt. Weil übrigens Apache-Nginx sind diejenigen, die wir am Anfang hatten, wir haben aber auch eine Plugin-Architektur und ihr könnt ein Plugin für jeglichen Server machen, Dovecot, Exim, Qmail, alles, was ein TLS-Zertifikat braucht. Ihr könnt einfach eine Software mit unserer Python-API schreiben. Ihr könnt die Sicherheitsoptionen verändern für gute Ergebnisse. Und hier das andere super wichtige Ding, wenn ihr die TLS deployt, dann habt ihr diesen Prozess mit dem Zertifikat absolviert und dann auf einmal, Horror, ihr habt vergessen, es zu verlängern und auf einmal landet alles im Spam-Folder, die Erinnerungsmail vielleicht. Ihr könnt einen Cron-Job aufsetzen, der etwa ein oder zwei Monate vor dem Ablauf des Zertifikats sagt, oh, ihr habt ein Zertifikat, das bald abläuft und soll ich ein neues machen und macht das dann automatisch und sendet euch nur eine E-Mail, wenn es tatsächlich ein Problem damit gibt. Und in einigen Fällen sollten wir also die Antworten auf Security-Inzidenzen auch automatisieren. Wenn etwas passiert, worauf ihr reagieren müsst, wenn euer Cron-Job, also den Server, anspricht und der Server sagt, es gibt bitte ein Problem, bitte tut etwas, dann könnte das automatisch passieren. Ihr könnt also müsst ihr nicht einen Pager eine Nachricht beantworten mitten in der Nacht und wir also, auch wenn wir in bestimmten Wegen kompromittiert sind, dann können wir das also erledigen. Worum geht es denn jetzt wenn wir diese verbessern? Also jeder hier ist so ein bisschen nervös, wenn man sagt, hey, wir haben einen Code, der da ausgeführt wird. Die Sache sind, wir haben ein paar Sachen, die wir für jeden machen, außer ihr fragt, bittet uns es nicht zu machen, weil die freie Sachen sind, also, die nur wichtig sind, zum Beispiel die Sicherheitssachen, diese guten Programmiersachen oder dass man merkt, wenn man das Zertifikat zurückgerufen wird oder die verbesserte Secure Flight, die Mixed-Content-Probleme repariert, die sind ganz einfach zu reparieren. Das sind ein paar schwierigere Sachen, die man wirklich machen sollte, aber die ein bisschen mehr Arbeit vom Systemadministrator brauchen. Zum Beispiel HTTP zu HTTPS, um zu verifizieren für jede beliebige Seite, ist ein bisschen gefährlich aufgrund von diesem falschen Mixed Content, also gemischten Inhalte. Zum Beispiel können manche externen Skripts nicht geupgradet werden und in diesen Fällen muss man überprüfen, dass man nichts kaputt macht, während man dieses Feature ausrollt. Automatisches Renewing und Rekeying ist so ein bisschen kompliziert, das richtig zu machen. Wir hoffen aber, dass wir es richtig okay gemacht haben. Das Problem ist, alles umzuschreiben. Also, dass zum Beispiel HTTPS immer läuft. Wenn man die falsch macht, dann kann es sein, dass die Server nicht funktioniert. Und das Schwerste ist
HPKP, also dieses Kinning, das Pinning, das man gegen andere nicht machen kann. Das ist sehr schwer. Leute wollen das für sehr wichtig, sichere Webseiten machen, aber das bedeutet auch, dass man einen Plan hat und man muss wissen, zu wem man läuft, bevor man, wenn man zu uns möchte. Und man muss planen, welche Certification-Autoritäten man eventuell in der Zukunft benutzen möchte. Also ist es ziemlich gefährlich, das automatisch auszuführen. Was wir vielleicht in der Zukunft mit viel Arbeit machen können, ist automatisch die Content-Audio- und Korrektur machen. Also das heißt, wenn Seiten sich geändert werden, dann können wir das eventuell machen und über einen Proxy könnte man das eventuell verbessern. Zum Beispiel ist dann eine andere URL auf einem anderen Domainname, die aber mit einer HTTPS-geschützte Kopie von den Bildern hat, die man einbauen möchte. Aber das wird am Anfang noch nicht funktionieren. Eine der fundamentalen Sachen ist, ich erkläre, wie man ein sehr kompliziertes Ding baut. Also jeder Roboter ist komisch. Wir machen einen Roboter-Zertifikationsautorität, das ganze Internet, wenn das kaputt geht, dann wird es in die anderen Sachen reinrennen und das bringt zu riesigen Problemen. Und weil wir Menschen sind, die Fehler machen und wir Computer nehmen, die Fehler machen können. Und wie machen wir sicher, stellen wir sicher, dass wir von uns selbst geschützt sind und die auch von uns geschützt werden? Also eine Idee ist, dass wir uns in Tiefe schützen. Zum Beispiel, wir haben mehrere Systeme und wenn ein System aufgemacht wird, dann sind nicht alle kaputt. Wir müssen aber auch feststellen, dass ein Kompromissationselement sofort erkannt wird und nicht alles kaputt machen kann. Die Hauptbeschützung, die wir gegen andere CRs schützen, wir veröffentlichen alle Logs über diese Server-Logs. Das heißt, wenn der Server sagt, hey, gib mir ein Grünzeug und das Grünzeug wird vorgeführt, dann können wir das immer veröffentlichen, dass nicht nur wir das überprüfen können, sondern ihr auch. Und ihr könnt uns sagen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ich sollte nicht keine starke Sprache benutzen. Aber wenn es schief läuft, dann können wir ein großes Problem für andere Leute machen. Außerdem veröffentlichen wir eine kryptografisch verifizierbare Version, dass wir gesagt haben. Also wenn wir zum Beispiel eine wir werden auch vieles andere veröffentlichen, zum Beispiel den Zertifikats-Öffentlichkeitslog von Google. Und wenn Sie wirklich starke Sicherheit gegen die anderen Zertifikationsautoritäten haben möchte, dann kann man HPKP benutzen, also eine, aber das ist sehr kompliziert, aber es ist drin. Und dann das letzte Verbesserung machen ist, dass wir eine sehr gute Umrollmechanismus haben. Also, dass man ein neues HTTPS bekommt. Im Moment sind die Zertifikationsautoritäten zu groß, um kaputt zu gehen. Wenn ein Zertifikat von einer großen Zertifikationsautorität tausende Seiten und Zertifikate ausgestellt hat, dann kann man nichts machen. Außer man versendet tausende Zertifikate, die in Weiß und Blacklist in die Browser schicken und das geht nicht. Und wenn wir so ein Problem haben, eventuell auf einem Server oder auf deinem Webserver oder auf unserer Zertifikationsautorität, ist eine sehr schnelle, automatische, neue Zertifizierung oder neue Verschlüsselungsverfahren. Innerhalb von 24 Stunden können wir eine alte Zertifikationsautorität ausschalten und eine neue einschalten. Und die Neuen können einfach nur schauen und schauen, ob sie ein Upgrade brauchen. Wir können einfach neue Zertifikate ausstellen. Das ist der Plan. Dieses Projekt, wie ich schon gesagt hatte, ist ein Zusammenschluss von zwei Projekten, die in unterschiedlichen Universitäten konzentriert ist. Inzwischen ist es in einer neuen Gruppe, in der Internetsicherheitsgruppe und es wird außer den normalen anfänglichen Sponsoren auch von unterschiedlichen Sponsoren unterstützt. Wenn ihr für eine Firma arbeitet und mit uns arbeiten wollt, dass das Ganze schneller, größer wird, dann helft uns dabei. Die Teile sind ungefähr so. Die ZCA werden von LSAG und Mozilla gemacht. Die Server-Code-Seite-basierte ist von IFF und Mozilla. Der Client-Code, also der Python-Code, der die ganzen Konfigurationen macht, ist IFF und die University von Michigan.
und alle arbeiten mit Policy und Legal und Bureaucracy, mit dem man arbeiten muss, um eine Zertifikationsautorität zu werden, was sehr komplizierte Sache ist. Aktuelles Ziel: Das erste Zertifikat soll am 7. September veröffentlicht werden. Das Zertifikat wird gültig werden in Webbrowsern, dadurch dafür cross-zertifiziert werden, und das soll in Mitte Oktober passieren. Und jeder in dieser ganzen Öffentlichkeit und jeder im Internet soll das veröffentlichen können, anfangen von November 16. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr uns helfen wollt, was wir machen ist, wir arbeiten mit den Audits und den bürokratischen Anweisungen, um das alles zertifiziert zu werden. Wir machen aber auch einen Code auf GitHub, um die Server und die Clients aufzubauen. Das sind viele Arbeitsstellen, wo ihr, wenn ihr daran arbeiten wollt, ihr uns dabei helfen könnt. Und die größten drei Quellen, das ist im Anwenden Spec. Dann gibt es den Python-Client, den wir uns gleich anschauen können. Und das dritte ist der Server, und der wird in Go geschrieben. Und wenn ihr mit uns arbeitet, dann könnt ihr uns helfen, ein komplett verschlüsseltes Internet zu bauen. Okay, weil ich so ein bisschen verrückt bin, versuche ich das wirklich live auszuprobieren. Man sollte nie eine Live-Demo auf einer Hacker-Konferenz bauen, das funktioniert nicht, aber ich werde das trotzdem probieren. Also was ich hier habe, ist eine Testwebsite. Spielzeug-Website, sie läuft auf einer EC2-Instanz, also in der Cloud, Apache-Konfiguration, einfach HTTP. Und was ich jetzt tue, ich habe jetzt einfach ausgecheckt hier das GitHub-Repo, jetzt die Setup-Kommandos ablaufen lassen. Ich werde versuchen, das auszuführen. Das gibt eine Warnung, weil das jetzt kein echtes Zertifikat sein wird. Das ist Pre-Release-Code. Es fragt mich, hey, ich sehe diese drei Domain-Namen auf seinem System. Sind das die, die du willst? Und die Antwort ist ja. Und ihr könnt sehen, es erzeugt das Grünzeug, es sendet seinen Server. Es wird eine Weile brauchen, um das von mehreren Orten aus auszuführen. Das wird jetzt deployed und dann ist es fertig. Und jetzt, ich habe keinen Redirect erbeten, ich muss also direkt HTTPS eintragen von Hand. Das sollte jetzt also ein noch nicht gültiges Zertifikat sein, aber es ist ein Zertifikat für diese Website. Wir klicken uns also durch. Und da habt ihr es. Also ich denke, mit diesem Code können wir die Stunde, die es am Anfang gebraucht hat, zu etwa 20 Sekunden reduzieren. Man muss also klonen und ein paar Kommandos ausführen. Und nach dem Install sollte man einfach nur sagen, Let's Encrypt und fertig. Wir sind sehr, sehr begeistert davon. Und wir suchen auch Leute, die all diese verrückten Probleme mit TLS fixen, die uns geplagt haben. Und jetzt ist es Zeit für Fragen. Danke, Peter. Wir haben jetzt noch genug Zeit für Fragen. Wir fangen auf dieser Seite an. Hallo. Was ist die Möglichkeit, Wildcard oder mehr Domain-Zertifikate zu haben? Das hier ist ein... Es ist ein Multi-Domain-Zertifikat. Das könnte etwa bis 100 Domain-Namen auf einmal... Mit mehreren Subject Alternative Names, das können wir machen. Wildcard wird beim Launch nicht erhältlich sein. Vielleicht in der Zukunft, wenn es mal praktikabel wird, dann könnten wir es tun. Aber erstmal wollen wir den ersten Fall richtig hinkriegen. Danke für den Vortrag und für die Initiative. Ich frage mich, planen Sie dieselbe für E-Mail-Zertifikate auch zu machen? Wir werden auf jeden Fall dies für Zertifikate, Domainnamen-Zertifikate für viele Teile der E-Mail-Infrastruktur. Also wenn ihr einen POP-Client, DOCS-POP-Server betreibt oder einen IMAP-Server oder einen SMTP-Server, dann werden wir euch ein Zertifikat geben und wir werden euch eine API geben, um das zu deployen. Wenn ihr jetzt über Erstnamen-Zertifikate für E-Mail-Adressen, also Client-Zertifikate, redet, das ist nicht unser Plan im Moment. Wir wollen das Problem A zuerst lösen und dann schauen wir uns zukünftige Probleme an, und dann, das könnte tatsächlich eines von denen sein.
Hallo. Im Moment gibt es viele Firmen, die Geld davon machen, dass Zertifikate ausgestellt werden. Jetzt zerstören sie ihr Geschäftsmodell. Hat eine von diesen versucht, euch dagegen zu schützen, also aus Smartphones zu ziehen? Ich glaube, also zunächst mal versuchen wir nicht, die anderen Zertifizierungsoptionen aus dem Geschäft rauszukicken. Es ist nicht richtig, Geld zu nehmen für die grundlegende HTTPS-Infrastruktur zu nehmen, dass das ganze Web braucht. Als das erzeugt wurde, als die ganze Sache anfing, schien HTTPS dieses seltsame Spezialding zu sein für Bank-Websites oder Online-Kreditkarten-Transaktionen. Und in diesem Fall wäre es richtig, teure manuelle Verifizierung zu betreiben. Aber jetzt wissen wir, dass das ganze Web HTTPS als Standardfall braucht. Also das muss tatsächlich kostenlos werden. Wir werden tatsächlich eine Menge Business für die anderen CAs erzeugen. Ich habe die Fälle genannt, wenn wir aus Sicherheitsgründen wir das nicht ausstellen können, das Zertifikat. Und dann können die CAs die teureren Verifizierungsdinge durchführen. Das macht Sinn. Und das andere sind Dinge wie Extended Validation Certificates, wo man dieses grün glimmende Symbol in der Adressleiste bekommt, das sicherstellt, dass es eine echte Organisation ist, und da haben wir tatsächlich keine Pläne, das im Moment zu tun. Hi, danke für den Vortrag. Ich habe noch zwei Fragen. Zuallererst, wird kommerzielle Firmen ihre Zertifikate benutzen können? Ja. Und können sie eventuell mehr als ein Zertifikat für eine Domain zur Verfügung stellen? Ja, wir können Public Key Pinning World Office tun, ja, absolut. Was ist der Prozess, eine zusätzliche Domain Name hinzuzufügen? Ja, also in diesem Fall hatten wir drei Beispiel-Domain-Namen. Und das Zertifikat, das ich habe, sollte, glaube ich, alle diese drei Domain-Namen enthalten. Schauen wir uns das Zertifikat an. Das Detail. Ich hätte das vorher überprüfen sollen. Sollte das nicht tun, während ich auf der Bühne bin, aber schauen wir mal die Subject Alternative Names Felder an. Hier, naja, kann den Wert nicht sehen, weil mein Schrifttyp zu groß ist. Ah, das funktioniert nicht. Tut mir leid. Ah, man kann gerade eben das sehen. Ihr habt die drei Namen dort. Also, wenn ihr ein Zertifikat erneuert, es gibt natürlich das wirklich interessante Konzept. Ihr sagt, ihr erneuert ein Zertifikat mit 10 oder 20 Domainnamen, die ihr vorher hattet, und einer von denen ist nicht mehr unter eurer Kontrolle. DNS ist abgelaufen oder ihr habt ein neues Zertifikat eingesetzt. Während wir haben 3 Monate Gültigkeit, und wenn ihr in der Mitte dieser 3 Monate einen neuen Domainnamen habt und ein Zertifikat dafür haben wollt, wir haben dieses interne Konzept in unserem Client, das eine Abfolge von Zertifikaten enthält, die miteinander verwandt sind. Und der Normalfall ist, sollte so eine Ableitung einer Linie von Zertifikaten haben, die an einer Stelle alle eure Namen enthalten. Und wenn ein neuer Name hinzugefügt wird, dann gibt ihr einen neuen Namen in dieser Ableitung. Und wenn ihr einen verliert, dann bekommt ihr ein neues Zertifikat. Ihr könnt den Klienten noch in einem anderen Modus benutzen, indem es ein Zertifikat pro Domain ausstellt und jeder von denen hat eine eigene Ableitung. Und ihr könnt, wir wollen es so hinkriegen, dass beides gleichzeitig benutzt werden kann, optimierte Performance für diejenigen, die es verstehen, einzelne Zertifikate oder das Riesenzertifikat mit allen möglichen Domainnamen für Clients wie Android oder so, die damit ein bisschen umgehen können, dass man mehrere Zertifikate. Wer nicht wisst, was SNE ist, dann könnt ihr uns das nachher fragen. Oder mich. Wieso brauchen Sie so lang? Also ist das ein bürokratischer Prozess oder ist das ein Softwareproblem oder was ist das Große? Ich denke, die großen Innovationen waren erstens die betriebliche Infrastruktur, um super sicher die ganzen Keys in Hardware-Security-Modulen zu erzeugen. Und all diese Dinge sind sehr, sehr genau dokumentiert. Man muss bestimmte Bedingungen erfüllen, man muss alles genau loggen. Für jeden Zeitpunkt, den genauen Zustand, in dem es war, das braucht eine Weile, um es hinzukriegen. Und dann die Bürokratie-Layer, denn darüber noch liegt, dokumentiere all die Dinge, die ihr im Fall A gemacht hast, und dokumentiert die Tatsache, dass ihr eine Dokumentation habt. Und also wenn ihr euch die
WebTrust SSL-Regeln anschaut, die grundlegenden Bedingungen, das ist eine Menge von Menschenstunden, die man hineingehen muss. Die meisten sind am Anfang sinnvolle Sicherheitsanforderungen, wenn man das dann formalisiert, all die Dinge, die man tun muss, dann hat man eine Menge Zeit, die man mit Papierarbeit verbringt. Danke. Sie haben gesagt, dass man ein Domain verifizieren kann, dass man einen existierenden Schlüssel hat, aber werdet ihr freie Zertifikationsautoritäten wie StartSSL oder CR-Site unterstützen? Wir werden StartSSL unterstützen, aber nicht CA-Site. Wir werden euch nicht blocken, wenn ihr ein CA-Zertifikat habt. Das ist nicht einer unserer Standard-Vertrauensrouten, aber wir werden nicht sagen, oh, du kannst kein Let's Encrypt-Zertifikat haben, weil ihr bisher ein CA-Zertifikat habt. Wir werden einfach nicht diesen Besitzbeweis und Privatschlüsse verwenden. Ich bin ein bisschen neugierig, ob die CA Cert Commission wirklich ob uns das Gegenteil von uns möchte, ob wir jetzt wirklich in dem Fall auch den privaten Schlüssel überprüfen wollen. Wir werden sehen, ob sie das von uns wollen, aber ich glaube, dass es nicht passieren wird. Anscheinend sind Ihre Zertifikate bei einer existierenden Zertifikationsautorität haben? Wie viel haben die Zertifikationsautoritäten für dieses Projekt haben? Sie haben keinen Einfluss. Wir haben unsere eigenen Web-Trust-Auditing und unsere Sicherheitsprüfung bestanden und als Ergebnis davon sind wir unsere eigene CA. Und wir haben dieses Projekt bekannt gegeben, sobald wir sicher waren, dass wir unsere eigene CA haben würden, die nicht an einer anderen CA kontrolliert werden würde. Sehr viel einfacher anzufangen, wenn man bereit ist, nach den Regeln einer anderen CA zu leben, dann muss man keine eigenes Web Trust Audit. Aber das ist nicht der Weg, den wir gehen wollten. Wir wollten unabhängig sein. Noch weitere Fragen? Hier, kommt runter. Wie können Leute mit euch in Kontakt treten? Okay, ihr könnt uns kontaktieren über emf.org. Ich hatte diese Folie vorher. Ich zeige sie wieder. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid und vielen Dank, dass ihr diesen fantastischen Kampf. Ja, und auch bis zuhören, meine Besetzung waren Sebastian und Franz T. Und unser Twitter-Account.